Gut, wir kommen zum nächsten Top, die Wahlen zum Bundesfrauenrat. An der Stelle würden wir es auch gerne wieder machen, wie jetzt gerade. Ich stelle einmal kurz insgesamt vor, wir haben drei Delegierte zum Bundesfrauenrat und drei Ersatzdelegierte. Und auch da wäre das Vorgehen, dass wir 3 Minuten Redezeit haben zur Vorstellung und nochmal 1 Minute, um möglicherweise Fragen zu stellen. Und ich sage euch dieses Mal vorher, wer kandidiert, bevor ich die Frage stelle, ob wir das auch wieder per Handzeichen machen können. Als Kandidatinnen stehen hier Anja Kofbinger, Friederike Schwebler und Baha Haganipour. Haganipour? Richtig. Baha Haganipour. Als Ersatzdelegierte haben wir Sandra Hildebrand, Julia Sonnenburg und Stefanie Klank. Das wären die drei, die kandidieren für die Delegation und den Ersatz dafür. Und auch hier stelle ich die Frage, ob es von allen unterstützt wird, dass wir das per Handzeichen in 2 Blöcken machen. Ich sehe keinen Widerspruch dazu. Dann machen wir das so. Und dann muss ich jetzt zum Vorgehen eine Sache noch vorschieben. Es sind nicht mehr alle da, die jetzt kandidieren. Das heißt, wir werden an einigen Stellen auch Vorstellungen haben von Leuten, die jetzt nicht mehr da sind, die aber gesagt haben, wer das macht. Und deswegen rede ich direkt weiter, weil Anja Kofbinger mich gebeten hat, das zu machen. Und jetzt muss ich kurz suchen. Genau, sie hat mich nämlich gebeten, schlicht und ergreifend ihre schöne Visitenkarte vorzulesen. Sie meinte, das reicht völlig. Sie ist ja hier so weit drin, dass ich noch mal kurz sagen soll, was auf der Visitenkarte steht. Und dann wir haben vereinbart, dass ich meine grüne Brille aufsetze, um dem ganzen Nachdruck zu verleihen. Jetzt ist es so dunkel, dass ich nichts mehr sehe. Moment. Also sie ist Mitglied im Präsidium des Bundesfrauenrates. Dann ist sie stellvertretende Fraktionsvorsitzende und Ausschussvorsitzende für Arbeit, Integration und Frauen, auch dort wieder das Frauenthema. Dann ist sie Sprecherin für Frauen- und Queerpolitik. Ich glaube, die Frau ist qualifiziert für den Bundesfrauenrat, um ehrlich zu sein. Und mehr gibt es hier nicht. Das war Anja Kofbinger. Ich wurde gefragt, ob wir Fragen noch zulassen zu Anja. Ich würde mir nicht zutrauen, die zu beantworten. Deswegen würde ich als zweites zur Vorstellung von Friederike übergehen. Friederike, du hast 3 Minuten das Wort. Liebe Freundinnen und Freunde, da ich mich heute quasi schon 2-mal vorgestellt habe und es verdammt spät eigentlich schon ist, würde ich diese 3 Minuten euch schenken und gegebenenfalls könnt ihr gerne noch Fragen stellen und lieber darum bitten, dass ihr jetzt Baha gut zuhört, denn die hat sich heute ja noch nicht vorstellen können. Dankeschön, Friederike. Dann hat Baha für 3 Minuten das Wort. Ja, ich werde ein paar Sätze mehr sagen, denn ich bin, glaube ich, gänzlich unbekannt hier in dieser Runde. Liebe Freundinnen und Freunde, durchschnittlich 50% der Führungspositionen in Wirtschaft und Wissenschaft sind mit Frauen besetzt. Wir haben eine paritätische Beteiligung der Geschlechter. Dazu haben der massive Ausbau der Kinderbetreuungsplätze und die Einführung der Quote geführt. Klar, diese Aussage ist nicht von heute, sondern sie beschreibt ein Szenario, das wir hoffentlich in naher Zukunft dank den Grünen erreichen werden. Dieses Szenario ist eine Vision und keine Illusion. Doch die heutige Realität sieht anders aus. Der Equal Pay Day zeigt uns jedes Jahr, Frauen bekommen 22% weniger Gehalt für gleichwertige Arbeit. Jedes Jahr, und ich kann es mittlerweile auch nicht mehr hören. Und dazu höre ich auch noch, Sie seien ja auch selber schuld. Das nenne ich Sexismus. Das zeigt mir, Gleichstellung ist entgegen aller Äußerungen eben nicht erreicht. Ich möchte, dass wir wegkommen vom Sexismus, der uns alltäglich begleitet, sei es am Arbeitsplatz, in den Medien oder in der Werbung. Wir junge und alte Feministinnen nehmen Sexismus nicht hin. Und wir haben es nicht nötig, uns als die 3 Politikerinnen-Engel
für unseren Vorsitzenden zu verkaufen, wie die FDP zum Beispiel es tut. Eine echte Gleichstellung können wir am besten durch die Grünen erreichen. Ich möchte weiter dafür arbeiten, dass wir eine starke Frauenpolitik vertreten. Auch in den letzten 2 Jahren war ich für meinen alten Landesverband NRW im Bundesfrauenrat und möchte mich heute mit der Nominierung aus der LAG Frauen- und Geschlechterpolitik gerne weiter im Bundesfrauenrat einbringen und freue mich um eure Stimme. Danke, Baha. Dann kommen wir tatsächlich, ja, wir kommen schon zur Abstimmung. Wir haben die Vorstellung von Anja, Friederike und Baha und würden das wie vereinbart jetzt auch wieder im Block per Handzeichen machen. Deswegen frage ich, wer diese 3 Frauen auf den Bundesfrauenrat schicken will, der hebe jetzt bitte die Hand. Dankeschön. Gibt es Gegenstimmen? Ich sehe noch was oben, aber ist das eine Gegenstimme? Gut, ja, also keine Gegenstimmen und die Frage, gibt es Enthaltungen? Dann ist das bei einer Enthaltung so beschlossen. Dann kommen wir zu den Ersatzdelegierten. Da kandidieren Sandra Hildebrand, Julia Sonnenburg und Stefanie Klank. Sandra und Julia können leider nicht hier sein, aber sie werden vorgestellt. Und zwar, wir beginnen mit Sandra Hildebrand und die stellt Caroline vor. Sandra Hildebrand hat ihre Abschlussarbeit über Geschlechtergerechtigkeit innerhalb der Grünen Jugend geschrieben. Sie ist seit vielen Jahren Mitglied in der LRG Frauen- und Geschlechterpolitik in Berlin. Sie war auch Mitglied in dem ersten Gender-Koordinationskreis hier. Sie ist seit 2011 Sprecherin der BAG, also der Bundesarbeitsgemeinschaft Frauenpolitik, und ist seit 2014 auch Sprecherin des Sprecherinnenrates der Bundesarbeitsgemeinschaften. Dann hat sie hier auch sehr viele Dinge im Landesverband begleitet, war zum Beispiel in der Schreibgruppe für das letzte Abgeordnetenhauswahlprogramm und auf Bundesebene für das EU-Wahlprogramm und war Mitinitiatorin von 2 Parteikonventen im Jahr 2013 zu Bundestags- und Europawahlprogrammprozessen. Heißt, sie hat wirklich viel Erfahrung und würde sich freuen, als Ersatzdelegierte für euch in den Bundesfrauenrat gewählt zu werden. Danke. Danke, Caroline, für die Vorstellung von Sandra. Dann wäre die nächste Julia Sonnenburg und die wird vorgestellt von Stefanie Klank. Hallo. Julia entschuldigt sich erstmal ganz herzlich, dass sie nicht dabei sein kann. Sie wollte total gerne, aber musste dann arbeiten und das ließ sich auch nicht mehr verschieben. Julia hat Gender Studies studiert und würde gerne als Ersatzdelegierte in den Bundesfrauenrat gewählt werden, um das eben auch in der Praxis umzusetzen. Sie ist auf der Grünen Gender-Konferenz 2012 zur Grünen Frauenpolitik gekommen, hat dort das Interesse dafür gefunden und ist seitdem Mitglied in unserer LAG Frauen- und Geschlechterpolitik. Sie war im letzten Jahr Stellvertreterin und ist nun seit kurzem als Sprecherin gewählt worden. Sie arbeitet für Anja Kofbringer und ist auch gut mit allen Delegierten, also jetzt frisch Delegierten des Bundesfrauenrates vertraut und würde sich freuen, wenn sie eben Frauenpolitik ersatzweise auf der Bundesebene ausweiten könnte. Dankeschön, Stefanie, für die Vorstellung von Julia. Und du darfst gleich weitermachen, weil du auch selber kandidierst und da hast du nochmal 3 Minuten. Danke. Also, ich bin Stefanie Klank, Sprecherin der LAG Frauen- und Geschlechterpolitik, gerade frisch zum 2. Mal wiedergewählt und auch zum 2. Mal LDK-Delegierte. So viel kurz zu meiner Verortung innerhalb der Partei. Ich habe Soziologie und Kulturwissenschaften studiert und arbeite in der Bundestagsfraktion. Aus meinem Studium hat sich meine Herzensthematik entwickelt, und zwar wird die wissenschaftlich Intersektionalität genannt. Etwas verständlicher betrifft das Mehrfachdiskriminierung. Es ist mir also ein Anliegen, als Sprecherin der LAG Frauen- und Geschlechterpolitik nicht nur sexistische Diskriminierung zu bekämpfen, sondern eben weitere Diskriminierungsformen wie Rassismus, Klassismus und Ableismus immer mitzudenken und auch mitzubekämpfen.
Ich arbeite ebenfalls auf verschiedenen Ebenen ganz eng mit den jetzt frisch delegierten Frauen zusammen und würde mich freuen, wenn ihr mir euer Vertrauen als Ersatzdelegierte aussprecht. Dankeschön, Stefanie. Dann kommen wir auch hier wieder zur Abstimmung über die Ersatzdelegierten. Auch das machen wir wieder per Handzeichen. Wenn ihr Sandra, Julia und Stefanie als Ersatzdelegierte zum Bundesfrauenrat schicken wollt, dann hebt jetzt die Karte. Dankeschön. Gibt es Gegenstimmen? Sehe ich nicht. Gibt es Enthaltungen? Sehe ich auch nicht. Dann seid ihr drei einstimmig gewählt. Und ich frage noch, nehmt ihr die Wahl an? Ja, ja, ich sage mal für Anja ja, das hat sie mir mitgegeben. Und dann übergebe ich an Turgut.